Und damit, hallo meine Pokéfreunde und Pokénetten, willkommen zu einer neuen Folge mit Platz Deluxe. Letzte Folge hatten wir die Space Level fertig gemacht. Und so gesehen alle Level fertig. Nur werden wir noch die Bonus Level machen. Also die Fountainland Level, oder wie die heißt, keine Ahnung. In der ersten, letzte Folge habe ich es nochmal gezeigt und in der ersten Folge hat man es gesehen. Habe ich hier das schon gemacht, deshalb gebe ich hier rein und cutte euch den Moment, wo der Ort ist. Oder? Komm, wir gehen einfach mal rein. Und zeige euch, wo das ist. Dafür brauche ich einfach irgendwas. Das ist egal. Da kann man einfach ganz leicht hin. Ich habe mir das natürlich nachgeschaut. Im Internet ist ja klar, als ob ich das mal auswendig weiß, ne? So. Es ist hier unten. Sieht man es? Ich weiß nicht, wie ich so blind war, aber es ist einfach hier unten. G-Land. Und anders wie beim V-Land, oder das ist halt das Rote. Wisst ihr, was ich meine? Ist das hier halt grau und kommt einem schwieriger vor. Und ich bin ganz toll. Yeah. Also ich gebe natürlich mein Bestes. Ich nehme das gerade alles vor auf, weil ich die nächsten Tage wahrscheinlich nicht viel Zeit habe. Und falls ich halt mir nicht gut geht oder so, kommt halt diese Videos. Oder Mutants. Weil ihr habt gemerkt, die letzten Folgen waren alle Mutants. Von 5 bis 10 waren nur Mutants. Dafür entschuldige ich mich. Ja. Ich weiß auch nicht, was da mit mir los ist. Also, ich habe... Niemand hat halt Zeit für mich und ja. Da habe ich halt immer Mutants gemacht. Aber wenn halt nichts mehr Zeit ist, dann kommt auch wieder anderes. Ich nehme alles hier vor, damit ich die nächsten Tage ein bisschen chillen, wie dillen kann. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay, okay. Die Level sind nicht ohne. Die sind zwar nicht so schwer wie das letzte Level, möchte ich mal behaupten. Und ich bin dumm. Aber übrigens, hier gibt es auch keine Coins zum Sammeln oder so. Normalerweise hätte ich ja eigentlich schon alle Coins, aber ihr wisst ja, ich habe das letzte Level von Deluxe nicht geschafft. Die letzte Level von der Deluxe-Welt, ja, Geisterwelt heißt sie, ne? Geisterwelt, ja, ich bin dumm. Die habe ich leider nicht gemacht. Deshalb, sonst hätte ich nämlich alle Punkte, das ist alle Coins, es gibt 4000 und ich habe 3900, das ist ich, ne? Ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage wir, dann meine ich mich, aber ich sag das halt, weil, keine Ahnung, ich hab's mir so angewöhnt. Frag mich nicht. Was? Das war's schon? Boah, das war easy, ey. Easy. Gut, dann mache ich einen kleinen Cut. Nein. Ich weiß doch, Na, weiß ich was? Ich mach kurz die Feldkarte und schau nach, wo das ist. Okay, Leute, also ich habe es jetzt nachgeschaut, die beiden letzten Level. Die werde ich dann jetzt noch eben machen. Und mal schauen, ob ich schon in der zweiten Welt dann. Also die erste Welt sind diese vier Level. Ich dachte erstmal, eine Welt wäre irgendwie so anders halt. Egal. Auf jeden Fall ist es nach dem Checkpoint erst. Also schon ziemlich nah. Aber das Level ist eh für uns Pro-Gamer jetzt zu einfach. Und ganz unerwartet hier rumspringen. Toll, ne? Das Wheel. V-Land. Das ist jetzt das Rote. Das hatten wir in der ersten Folge. Och, nicht du. Nicht du. Ha, du kriegst mich nicht. Nee. Die Bombe vielleicht, aber jetzt ist der Tod, ne? Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen den Leveln ist. Deshalb, ihr könnt es mir sagen in den Kommentaren, falls ihr es wisst, ne? Es gibt viele Leute, die schauen das, obwohl die das Spiel nicht kennen. So gut wie alle schauen dieses Level, weil ich es nicht kenne. Oder gibt es irgendwelche Leute von euch, die das Spiel haben und es schauen, weil ihr... Keine Ahnung. Wieso schauen sie das eigentlich, wenn es kennt? Also ich... Ah, oh Mann, ja, es kann, ich kann mich umbringen. Ja, bring mich um, bring mich um, ja. Kriegst mich nicht. Das wird schwer, da drüber zu kommen, weil... Ich kann ja nicht einfach so springen. Ah, doch. Das zählt nur der zweite Pixel oder so. Also der erste Pixel irgendwie hat jetzt nicht ganz gereicht. Ich glaube, ich kann es nicht richtig erklären. Auf jeden Fall muss ich diesen Bastard hier töten, sorry. Ja, toll. Das war klar. Das war klar. Punkt. Das war klar. Punkt. Komm her, du Sack. Mann, jetzt werde ich aggressiv. Was? Was?
Also in diesen Leveln gibt es nur manchmal Checkpoints. Ich weiß es gerade nicht, ob es da jetzt immer Checkpoints gibt oder manchmal, weil vorhin, ach, ich glaube, diese sind schwieriger, weil die Stacheln und sowas alles haben. Aber dafür haben die Checkpoints, also die roten jetzt, wo wir es gerade spielen. Aber ich möchte noch nicht genau sagen, ob es jetzt stimmt. Also lass uns aber auch nichts ein, was ich sage, okay? Ich sage das, was ich denke. Nicht dein Gefühl. So. Jetzt bin ich nicht mehr. Du bist tot. Tot, nicht tot. Ah doch. Ja, okay. Die haben Checkpoints, die roten. Also dieses übrigens konnte man erst, nachdem man genug. Ach, Kacke. Egal, ich hatte einen Checkpoint. Nein, 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 nein. Okay, komm. Kill, kill, kill. Ich weiß nicht, wie ich den killen soll. Erstmal den da killen, dann bevor er noch Bomben legt oder mich behindert. Dieses Level kann man übrigens nur betreten mit, also diese bestimmten Level kann man halt nur betreten mit solchen Items. Das ist ja das Hardcore dran. Hardcore dran, ja, das ist ein wirklich gutes Deutsch. Nein, jetzt will ich mich killen. Das geht doch nicht. So, da oben. Hier, komm her. Warte, warte. Wie hab ich das geschafft? Komm, 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 komm. Ja, ist mir egal. Solange ich durchkomme. Solange ich durchkomme, sagte ich. Solange ich durchkomme. Nein, 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 komm nicht zu mir. Komm nicht zu mir. Komm nicht zu mir. Sagte ich. Nein, 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 geh sterben. Geh sterben. Niemand mag dich. Wenn ich jetzt von dem gestorben wäre. Ah, geschafft, okay. So, hier brauchen wir die Legs. Nee. Das Level, das kennen wir. Da hatte ich auch schon gefunden, nur wir konnten halt noch nicht durch, weil wir das Item, was ich gerade hier in der Hand habe, nicht hatten, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, das ist lang her. Also das Level, oh, ich mach kurz einen Cut. So. Also, das ist ganz hinten. Na okay, das ist am Checkpoint. Am Checkpoint ist das. So, und dasselbe kann man auch nur betreten ohne Power-Up Jetpack. So nenne ich es jetzt mal. So. Checky. Ah nee, ja, unterm Checky. Da hinten ist das CGA-Level, aber da kommen wir momentan noch nicht rein. Hier hinten ist es. G-Land. Das sind jetzt die Level, die man nicht, die keinen Checkpoint haben, gell? Hab ich's richtig verstanden? So, cheese. Cheese und cheese und. Okay, komm, komm runter. Bam! You must die. Schwing! Oh, Dude! What was that? Scheiße. Bam. Bam. Can't kill me. Can't see me. John Cena. Was? Die haben doch Checkpoints? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Das eine Level hatte gar keinen Checkpoint. Ach, da unten. Ja, da unten ist das Ziel. Nein, 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 nein. Wow. Durch. Einfach durchrennen. Nein. Ach so, ich habe ja nicht das. Okay, ich bin dumm. Ich war gerade dumm. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Warum ist das Ziel? Yes! Woo! Die erste Welt haben wir durch. Fertig. Aus Mickey Mouse. Fertig. Gut, dann werde ich mal eben nachschauen, wo in den beiden Leveln. Diese beiden Level werden wir heute noch machen. Und das war's dann, weil, keine Ahnung, ich möchte ein bisschen Speedy und Salz da machen. Und wir sehen uns gleich. Oh mein Gott. Also, ich habe gerade nachgeschaut und es ist so simpel, aber schwer zu finden, wenn man nicht drauf. Also man sucht halt so und dann merkt man, wieso ist hier oben frei? Und man springt, sofort ist es da. Punkt. Klar konnten wir das nicht finden, weil wir das. Also die Level. Also ich erkläre es mal so. Die Orte, diese Levelorte, also das hier zum Beispiel, die man nur erreichen kann durch das Hochspringen, sind sehr schwer. Oder halt schwer.
die mit diesem Shooting, also dieses rote Shooter, ihr wisst schon, das da unten hier, die sind so mittel und das mit dem Jetpack, da, also Jetpack, das zählt nicht also. Und die anderen, die einfach mit allem erreichbar sind, man muss sie nur finden, ist eigentlich, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Also das ist mir schon ein Rätsel. Ich möchte es gerne wissen, wie der da hochkommt. Aber wer braucht das schon? Ich nicht. Okay, doch, ich brauch's, ich brauch's. Aber jetzt habe ich keine andere Wahl, von daher. Komm, komm, nein! Nein, nein, nein! Ich weiß nicht, was es war. Frag mich nicht, was es gerade war. Manchmal will er einfach nicht springen. Ich glaube, ich muss erstmal so machen und dann erst so, weil sonst möchte hat irgendwie keinen Bock, keine Ahnung. Dann akzeptiert er es nicht. Was will der heute los, ey? Vielleicht werden wir auch nur das hier noch schaffen. Und die nächsten werden wir dann den nächsten Part machen. Ihr wisst, was ich meine. Ah, warte, das ist doch hier drunter. Genau hier drunter. Richtig. Ja, komm, kannst mich killen. Obwohl, komm. Wir versuchen es noch ein bisschen. Boing. Tschüssi. Can't see me, John Cena. Oh, oh, war nicht. Ja. Ja, wow. Was ist das denn jetzt gewesen? Was war das denn jetzt? Also, wie gesagt, ich nehme gerade vor auf. Falls ich halt nichts habe, dann lade ich halt wenigstens was hoch, weil die letzten Tage kam ja nichts. Also, ich habe immer dieses Problem, dass die mal so Tage nichts kommen. Dafür entschuldige ich mich natürlich, aber ich weiß auch nicht. Ich weiß, ich kenne jetzt den Trick. Ich weiß den Trick jetzt. Dreh mich um, danke. Ich muss einfach hochjumpen. Wozu habe ich es denn sonst? Voll Idiot, ey. Hier, ich muss hochjumpen. Boy. Can't see me, John Cena. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich heute mit John Cena arbeite. Fragt mich bitte nicht, danke. Ich bin heute komisch, wo ich den gleichen Tag wie die Folge 10 gerade aufnehme. Ja. Keine Ahnung. Das ist neu für mich, dass ich voraufnehme, weil eigentlich tue ich es nicht und das ist hier. Normalerweise nehme ich halt so up to date auf, also am gleichen Tag oder einen Tag davor. Ja. Aber das war's jetzt mit der Folge nicht, denn wir machen das Level noch kurz. Also das hier ist irgendwie, also eigentlich einfach, ich glaube, das hatten wir sogar gefunden, aber ich wollte einfach nicht rein. Also ich hätte die Möglichkeit, glaube ich, dazu gehabt. Das ist so eins, da war auch so den Jetpack, das Update Jetpack früher. Und das ist easy. Also das Level selbst habe ich noch nicht gesehen, weil ich lasse mich da nicht spoilern. Ich lasse mich nur spoilern, wo das ist, weil ich keinen Bock habe zu suchen, ehrlich. Dann muss ich wieder, ah, ich habe es gefunden. Och, habe ich ein falsches Item. Lass nochmal rausgehen. Hier ist es. Und es wie das Level selbst ist, ist ein Eis. Ich glaube V-Land war das gerade oder G-Land. Ich habe es gerade nicht gesehen, sorry. Ich bin damit kompliziert verwirrt. Ich nenne das einfach Grauland und Rotland, okay? Okay, gut. Wenn jemand Nein sagt, dann soll er sich jetzt die Hand geben. Ich werde es auf jeden Fall so nennen. Oh, scheiße. Wenigstens bin ich nicht tot, ne? Das ist die Hauptsache. Wenigstens bin ich nicht tot. Müssen sie mir alles neu machen. Übrigens, oben die Zeit, die gab es ja schon bei jeder Folge, aber ich habe die nie beachtet, weil sie mich einfach nicht interessiert. Das interessiert mich nicht, wie viel Zeit ich das mache. Oder ob ich schnell bin oder nicht. Ich will einfach nur das Level schaffen. Oder die Level schaffen. Was ist eigentlich los, ey? Das ist das letzte Level, was wir jetzt für heute noch machen. Das ist also für die Folge 11. Schon krass, wie viele Folgen wir haben, gell? Schon krass. Also ich finde es schon. Boss. So, ihr müsst auch sterben. Einfach weil ihr sterben müsst. Baum. So. Baum sagt alles. Ja, wow. Ich musste mich doch umdrehen. Ganz an die Kante noch angekommen. Okay, das ist der Checkpoint. Ich weiß nicht, wann es Checkpoints gibt und wann nicht in diesen Leveln. Also das ist ganz komisch für mich. Ich check das nicht. Oder hatte ich in diesem einen Level Checkpoint, aber ich habe es nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ich bin doof. Ihr wisst, dass ich doof bin. Nein! Manchmal. Aber nicht immer. Das ist aber coole Sache hier mit diesen. Kann man es Stufen nennen? Das sind so Elevate, sind Aufzug oder sowas. Das ist so eine Art Aufzug. Das erinnert mich zumindest dran. Das ist dumm. Nein, das ist cool.
Und jetzt muss ich diesen dummen Kack hier neu machen. Nein. Och, soll ich mich so billig treffen lassen? Was ist los mit mir? Echt, ey, was ist los mit mir? Ich hoffe, selbst wenn das Projekt eigentlich schon beendet ist, das heißt eigentlich schon beendet, ich habe das normale Gameplay schon geschafft. Ich mache ja noch die Bonus-Level und dann mache ich mit etwas anderem noch weiter. Aber ich möchte noch nichts spoilern. Das seht ihr dann, wenn ich alle Bonus-Level habe. Um das freizuschalten, das etwas, sage ich mal, muss man alle 40 Golden Diamonds oder wie heißen, sammeln. Also es gibt ja 20 Level und 20 Bonus-Level, also in jedem Level gibt es halt Bonus-Level und da gibt es halt auch diese Giant Diamonds. Also das ist schon, was man einsammeln muss, um das Level zu beenden. Ihr wisst, was ich meine. Und wenn man alle davon gesammelt hat, kriegt man was dafür. Womit man das Spiel einfacher machen kann, sage ich mal so. Nein! Ich habe ein Leben und da oben ist das Ziel. Das meine ich da oben, das. Das ist das Ziel nämlich. Oh, scheiße. Voll Angst. Ich habe jetzt voll Angst. Ich will jetzt nicht drauf gehen. Ich mache jetzt kein Risiko. Ich mache jetzt hier Safety first. Komm, komm, komm. Okay. Bam. Das hier. Bam. Einfach nur bam. Yeah. Okay, Leute. Ich würde sagen, das Video ist vielleicht ein bisschen kurz. Deshalb. Nee, komm, egal. Leute, das war's für die Folge. Wir haben 5 Bonus-Level, weil das habe ich in der letzten Folge und in der ersten Folge gemacht. In der nächsten Folge werden wir die beiden und diese ganze Welt, denke ich mal, machen. Und dann hier die 4 von dem Space Level, vielleicht das eine und dann hier die anderen. Das Blöde ist, hier muss ich bis zum ganz am Ende. Aber wie ihr gesehen habt, ich habe es ja jetzt auswendig. Ungefähr. Das wird nicht so schwer. Haut rein, Leute! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt den Like-Button. Du trägst ihn richtig rein. Schaut dann beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn es heißt Glück, Mods, Glücks, hau rein, ja.